Das Video ist von Oktober 1976. Das Video heißt Haben und Sein. Gib mir die Oldschool-Vibes, Digga. Nämlich die bürgerliche Gesellschaft ist eine neurotische Gesellschaft, weil sie beherrscht wird vom Prinzip des Habens. Dieses Streben nach Materialismus, das ist ja aktueller auch denn je. Dass Leute einfach immer mehr Materialismus anhäufen wollen und auch andere Menschen danach bewerten, wie viel Materialismus sie in der Vergangenheit angehäuft haben. Gar nicht mehr darauf Wert legen, was für ein Mensch da dahinter steckt oder wie das Herz von einem anderen Menschen ist. Und dass man einfach mal ist, anstatt immer zu wollen und zu haben, so weißt du? Daraus würde aber doch folgern, davon, dass die Industriegesellschaft die eigentlich unterentwickelte Gesellschaft ist. Menschlich ist sie die unterentwickelte Gesellschaft, sicher. Wenn ich mir ansehe, eine Gesellschaft von einem Stamm in Afrika oder noch von einer urwüchsigen Bauernleben, wo es das noch gibt, ja, die sind doch menschlich viel höher entwickelt als wir. Real talk, bro. Dass der Zweck und das Ziel seines Lebens die volle Entfaltung aller seiner Kräfte sind als ein Selbstzweck und nicht als ein Mittel zur Erreichung anderer Zwecke. Ich sehe keine Leute, die solche Talks und die auch diese Aufmerksamkeit bekommen und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfinden. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Obwohl, Digga, könnte sogar sein, dass wir uns auf dem Hauptkanal befinden, auf Leon Lovelock, weil ich leider wieder schlechte Nachrichten bekommen habe und die mir ein Video gesperrt haben und mir eine Sperre zum Upload, eine Upload-Sperre für eine Woche reingehauen haben, wegen angeblicher medizinischer Desinformation mal wieder, wo ich auf ein Video reagiert habe, welches immer noch online ist. YouTube macht das willkürlich. Ich habe natürlich wieder Einspruch eingelegt und gucke, was passiert. Aber wir lassen uns auch davon nicht unterkriegen. Lasst dem Video gerne und bitte einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, kurbelt den Algorithmus an. Wir dürfen das Ding nicht aussterben lassen und wir müssen weiterhin durchziehen. Ja, wir lassen uns von nichts unterkriegen. Ich halte die Fresse nicht und bin bereit dafür zu sterben. So, das war Real Talk in meinem Song. Falls ihr den Song nicht abgecheckt habt, Leon Lovelock wach, ist auf jeden Fall am Start mit Musikvideo. Gerne auch supporten und abchecken. Und zwar gehen wir jetzt in ein Video rein, was ein älteres Video ist. Ja? Das Video ist von Oktober 1976. Und ich bin irgendwie auf das Video gestoßen. Ich weiß gar nicht, was ich eingegeben habe, aber ich habe irgendwas eingegeben und dann bin ich auf diese Interviews gestoßen von ganz früher und irgendwie finde ich das extrem interessant. Das ist ein Interview mit Erich Fromm, den ich auch nicht kenne. Also ich weiß nicht, was uns hier erwartet, aber ich habe einfach mal Bock auf ein Oldschool-Video zu reagieren. Das Video heißt Haben und Sein. Und ja, Digga, Alter, wir gehen einfach mal jetzt ohne Erwartung in den Laden rein und gucken mal, was hier erzählt wird. 1976, ihr den Man, Alter. Wir sind da. Gib mir die Oldschool-Vibes, Digga. Oldschool it in, motherfucker. Let's go. Das... Der Mensch als Kind fängt an, haben zu wollen, denn er ist hilflos. Und die erste Reaktion auf die Hilflosigkeit ist, sich in der Welt einen Platz zu suchen, das heißt zu haben. Da hat er die Brust der Mutter, dann hat er die Mutter, hat den Vater, hat Spielzeuge. Und dann fängt erst an, die Möglichkeit, sich aus dem Habensmodus herauszuentwickeln, weil das Kind anfängt, seine produktiven Kräfte zu gestalten. Zu sein, seine Erfüllung zu finden in der Aktivität des Lebens, des Denkens, des Schaffens, des auf Menschen bezogen sein, auf die Welt bezogen sein. Das ist Sein. Das Haben ist eben, bleibt eine atavistische Stufe und das ist sehr interessant auch von Freud so gesehen worden. Die klassische Beschreibung des Habens Menschen in gewisser Weise ist der anale Charakter bei Freud. Nun, der anale Freud beschreibt, dass es ein Durchgangsstadium, durch das das Kind geht. Aber wenn das im Leben bleibt, dann ist es eben ein neurotischer Mensch, der sogenannte anale Charakter. Und der voll entwickelte Mensch ist das, was er den genitalen Charakter genannt hat. Ja, was man darunter verstehen soll, das hat er nie klar gesagt. Auf jeden Fall, das ist der Aktivtätige. Krasse Begriffe auf jeden Fall. Analer Charakter, genitaler Charakter, what the fuck? Da sind wir wieder in den schlüpfrigen Talks drin, meine lieben Freunde. Freud hat selbst eine der schärfsten Kritiken an der bürgerlichen Gesellschaft gegeben, ohne es zu wissen. Nämlich die bürgerliche Gesellschaft ist eine neurotische Gesellschaft, weil sie beherrscht wird vom Prinzip des Habens. Das ist halt Facts. Neurotische Gesellschaft, weil sie beherrscht ist von dem Prinzip des Habens. Dieses Streben nach Materialismus, das ist ja aktueller auch denn je.
Und es zieht sich ja schon durch die ganze Zeit durch so, dass Leute einfach immer mehr Materialismus anhäufen wollen und auch andere Menschen danach bewerten, wie viel Materialismus sie in der Vergangenheit angehäuft haben und gar nicht mehr darauf Wert legen, was für ein Mensch da dahinter steckt oder wie das Herz von einem anderen Menschen ist und dass man einfach mal ist, anstatt immer zu wollen und zu haben, so, weißt du? Das ist halt schon eine wichtige und richtige Aussage. Des Akkumulierens, des Behaltenwollens, des Geizes letzten Endes. Daraus würde aber doch folgern, dass die Industriegesellschaft die eigentlich unterentwickelte Gesellschaft ist. Menschlich ist sie die unterentwickelte Gesellschaft, sicher. Wenn ich mir ansehe, eine Gesellschaft von einem Stamm in Afrika oder noch von einer urwüchsigen Bauernleben, wo es das noch gibt, ja, die sind doch menschlich viel höher entwickelt als wir. Real talk, Bro. Real talk, Bro. Genau so ist es. Und da, wir sind immer so arrogant und denken, ja, die haben weniger und deswegen sind die auch weniger wert quasi und wir können die schlecht behandeln und so. Das sind irgendwelche Affen und so ein Scheiß. Aber menschlich und herzlich gesehen sind die viel näher am normalen Menschsein und am Menschlichen dran, als wir westlichen Leute, die die ganze Zeit nach Materialismus streben und unser Herz dabei verlieren. So. Der moderne Mensch glaubt, der je entwickelter man ist, das heißt, je mehr Maschinen man braucht. Und je weniger Maschinen man braucht, desto unentwickelter ist man. Und deshalb zieht er herab auf die nicht Maschinen bauenden, Maschinen benutzenden und nicht maschinisierten Menschen als kindlich unentwickelt. Und das fällt damit zusammen, dass nun die weiße Rasse die einzige ist, bisher, die die Macht, die Maschinen entwickelt hat, die darauf Macht entwickelt hat. Und so hat die weiße Rasse dann auf alle anderen Rassen herabgesehen als inferior. Angeblich und ideologisiert, weil sie die falsche Hautfarbe haben. In Wirklichkeit, weil sie keine Macht hatten, weil sie keine Maschinenmenschen waren. Unserem Bildung. Crazy, Mann. Der macht Real Talk, der Bruder, ja? Einseitig auf ihn. Geil, dass es auch damals schon solche Leute gab, so. Beziehungsweise, ich glaube, damals gab es wahrscheinlich noch viel mehr von solchen Denkern als heutzutage. Heutzutage wäre der Verschwörungstheoretiker und würde wahrscheinlich gecancelt werden. Ausgerichtet ist, würden Sie das auch als eine Form des Haben-Modus verstehen können? Ja, ich glaube, dass die Zerebralität und die Elektrolysierung sehr zum Habensmodus gehört. Was ich weiß, das habe ich. Wissen ist Macht. Das war noch das Schlagwort auch der Sozialdemokraten 1918. Und könnten Sie da in einigen Partien wenigstens Ivan Illich zustimmen, der von der Entschulung unserer Gesellschaft spricht? Ja, ich glaube, unser Schulsystem, ich glaube, dass Illich da vollkommen recht hat, dass unser Schulsystem Menschen züchtet, die in diese unmenschliche Gesellschaft hereinpassen. So, Matrix. Ich meine das nicht nur in Deutschland, sondern in Amerika sowohl wie in Russland. Welche Zusammenhänge gibt es? Digga, mit so jemandem hätte ich gerne einen Talk, ich schwöre dir. Zwischen Religiosität und dem Marxismus. Ja, nun natürlich, auf diese Frage zu antworten, müsste man eigentlich diskutieren, was man sich heute unter Marx vorstellt. Es ist wohl kaum ein bedeutender Philosoph so völlig entstellt worden, wie Marx sowohl von den Kommunisten wie aber auch von den Sozialdemokraten entstellt worden ist, die beide Marx da interpretierten, dass es ihm darauf ankommt, dass die Arbeiter ebenso glücklich leben wie die Bürger. Also Bürgertum für alle. Das ist die stalinistische und das ist die reformistische Lösung. Nun, Marx war eben ein Gegner, ein Kritiker der bürgerlichen Werte. Marx sah, dass der Mensch in der kapitalistischen Gesellschaft ein Gefangener ist, nicht nur die Arbeiter. Er meinte, die Arbeiter seien die allerentfremdesten und unglücklichsten. Schwester, das wurde so entstellt, ja? Da habe ich mir auch letztens einen Talk reingezogen, wie diese Linken und so diese Ideologie entstellt haben, wo das eigentlich mal darauf basiert hat, weißt du, wie ich meine, so. Es ist crazy. Heute ist es sogar so, dass man sehen kann, dass die Gesellschaft der Angestellten, der Manager, der
Ingenieure noch entfremdeter ist, sogar als die der gelernten Arbeiter, sagen wir mal. Marx kam es darauf an, den Menschen wieder ins Zentrum zu stellen. Und noch am Ende des dritten Bandes Kapital sagt er, die Aufgabe ist, dass der Mensch so lebt, dass der Zweck und das Ziel seines Lebens die volle Entfaltung aller seiner Kräfte sind als ein Selbstzweck und nicht als ein Mittel zur Erreichung anderer Zwecke. Und wenn Sie sich diese Formulierung einmal ansehen und sie vergleichen, sagen wir mal mit der Formulierung von Maimonides, dem größten jüdischen Religionsphilosophen, was er sagt, wie er definiert die messianische Marx, muss man sich eigentlich auch mal mit auseinandersetzen, so, ne? Karl Marx, Dicker, ist glaube ich, auch eine sehr interessante Geschichte, so. Habe ich mich noch nie intensiv mit auseinandergesetzt, wenn ich ehrlich bin. Ist fast. Gibt's ja auch tausende Interpretationen. Kein Unterschied. Das Pathos hinter Marx war ein religiöses Pathos, obwohl er die Religion kritisiert hat und sehr scharf kritisiert hat. Aber warum hat er sie kritisiert? Weil die Menschen das draus gemacht haben, was die Menschen draus gemacht haben. Er hat sie kritisiert, nicht von einem bürgerlich-atheistischen Standpunkt, sondern, wenn Sie so wollen, von einem religiös-atheistischen Standpunkt. Wie zum Beispiel ein Mann wie Ernst Bloch ihn sehr klar und sehr radikal vertritt. Marx' Meinung war, dass solange die reale Welt, die gesellschaftliche Welt, so weit entfernt ist von der Verwirklichung, sagen wir mal, der Prinzipien der Propheten oder der Evangelien, so lange braucht man eine Religion als Extrainstitution, die sozusagen die Ideen wach hält, die aber in Wirklichkeit doch auch wiederum die Spaltung schafft zwischen dem realen sozialen Leben und der religiösen Ideologie und dem religiösen Gefühl, was, sagen wir, am Sonntag befriedigt wird. Und in der Crazy Talk, Mann, Alter, fühle ich komplett, ja? Ist voll interessant. Worauf es Marx ankam, war die Verwirklichung der Religiosität im realen Leben. Dass die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass die Prinzipien der Gerechtigkeit, der Liebe, der Wahrheit, der menschlichen inneren Produktivität und Lebendigkeit oder, wie ich es in diesem Buch ausgedrückt habe, des Seins und nicht des Habens, dass diese Prinzipien in der Gesellschaft selbst durchgesetzt sind, im täglichen Leben. Dann allerdings braucht man keine Religion mehr als extra Institution, weil die Religiosität, die Normen, die Erlebnisse, die Daseinsart sich in der Praxis der Gesellschaft durchgesetzt hat. Das ist schon sehr krasse Perspektive. Also ich feiere das, Digga. So, auch wenn man vielleicht hier unter anderer Meinung ist, es ist so voll Ding, Mann, Alter. Ich finde das voll interessant, so diese Perspektiven zu bekommen von so Denkern aus der Vergangenheit. Dann sind eben die Gesetze menschliche, humane, die Lebensweise ist eine menschliche, humane. Und dann allerdings versucht man, das Prinzip des Seins, das Prinzip, das gemeinsam ist, dem Buddhismus wie dem prophetischen Judentum, wie der Bergpredigt, alles das zu verwirklichen in der Gesellschaft, durch deren Gesetze, Bräuche, Werte. Und das war das Ziel von Marx. Krass. Im Buch Haben oder Sein schreiben Sie, dass unsere Gesellschaft heute schon aus ökonomischen Gründen gezwungen ist, sich zu besinnen, weil sonst die Katastrophe bevorsteht. Sie verweisen auf den Club of Rome, der aus innerkapitalistischen Argumenten darauf, auf eine solche Katastrophe hinweist. Ja, ich glaube, es gibt... Warum? Ich sehe so eine Talks, sehe ich nicht mehr, meine lieben Freunde. Das ist doch deutsches Fernsehen hier, SWR-Fernsehen. Ich sehe so eine Talks nicht mehr. Ich sehe keine Leute, die solche Talks und die auch diese Aufmerksamkeit bekommen und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfinden. Warum sehe ich sowas nicht mehr, meine lieben Freunde? Warum gibt es sowas nicht mehr? Leute, die Gesellschaft und so hinterfragen, wie wer mit wem umgeht, Kapitalismus, bla bla bla, diese ganzen Sachen, die Theorien aufstellen über das menschliche Miteinander und so. Warum sehe ich sowas nicht mehr, Digga? Warum? Nicht nur von den Veröffentlichungen, die vom Club of Rome veranlasst worden sind, sondern bei einer ganzen Reihe von Forschern. Die Einsicht, dass wenn wir so weitermachen, wie wir sind, das heißt, alles verkonsumieren, die Natur zerstören, unseren Nachkommen nichts lassen, nichts als eine
zerstörte und verarmte und vergiftete Welt, wenn die Menschen weiter nicht am Leben hängen, sondern am Profit und an so ein heftiger Real Talk. Macht, dann wird das mit Notwendigkeit führen zur atomischen Katastrophe, zum Krieg. Genau da bewegen wir uns gerade hin. Es sieht heute schon viel schlimmer aus, wenn fast jede Macht schon ihre atomische, man sagt. Bruder Herz, wenn du hier heute leben würdest, dann würdest du sehen, dass wir noch viel näher dran sind. Also 40 Mächte schon imstande sind, atomische Energie zu benutzen. Alles das wird verkauft aus Profitgründen. Und zweitens mal haben eben eine Reihe von Forschern gezeigt, dass aus rein ökonomischen Gründen in 20, 50, 60 Jahren die Erde so, unsere Ressourcen so verarmt sind, dass die armen Völker immer ärmer werden, die reichen Völker reicher, und dass es dann zu Katastrophen kommen muss. Denn wenn schließlich zwei Drittel der Welt oder der Teil der Welt, der arm ist. Ich finde das voll das wertvolle Video, voll den wertvollen Talk. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die Stimme ein bisschen zu verfremden und die Logos auszublenden. Habt es bei Kianisch auch mal gesehen, dass er das dann trotzdem hochladen konnte. Weil ich will das definitiv mit meiner Community auf YouTube auch teilen. Weil ich finde das voll wertvoll und wichtig so. Und mich hat das gerade echt so, sowas befriedigt mich, mir sowas reinzuziehen. Immer ärmer wird. Ja, heute ist die Welt eine Welt, dann wird sich eben diese Welt, diese arme Welt rächen mit 100 Möglichkeiten. Die Festung, die weiße Festung, die Festung der Industriegesellschaft, die ist heute nicht mehr uneinnehmbar. Krass, Digga. Krass, Bro. Ich wünschte mir echt, Alter, dann guckst du dir heutzutage diese ganzen Markus Lanz Talkshows an und so, wo die nur so ekelhaft, unmenschlich miteinander umgehen und keiner sich gegenseitig ausreden lässt, keine vernünftigen Leute da sitzen, die eine Meinung haben, sondern alles nur gesteuerte Roboter, die irgendwas erzählen, damit sie nicht gecancelt werden und so. Das ist so, weißt du, wie ich meine? So traurig, wo sich das alles hinentwickelt hat. Und du merkst auch, also wir hatten als Deutsche auch mal richtig heftige Denker am Start, die richtig tief die Dinge durchdacht haben und ihre Theorien dann mit der Öffentlichkeit geteilt haben und so. Und es wurde alles weggenommen, es wurde alles ausgerottet, auf ein Minimum reduziert und alles verdummt und verblödet, so, weißt du, wie ich meine? Und wenn du dann heutzutage dich hinsetzt und mal versuchst, irgendwie anders zu denken als das Narrativ oder als das, was die Medien oder die Politik sagen, dann bist du ein Querdenker, Bro. So weit sind wir in Deutschland gekommen, dass wir die Leute beleidigen, die andere Denkanstöße geben, die Sachen kritisch hinterfragen. Die drücken wir an die Grenze und an den Rand der Gesellschaft und sagen so, fuck, mit denen dürfen wir nicht reden, die dürfen nicht in die Öffentlichkeit und alle anderen haben Angst vor denen und wollen sich nicht mehr mit denen blicken lassen. Das ist eine Entwicklung, die unser Land kaputt macht und kaputt gemacht hat und auch noch mehr kaputt machen wird, so. Wenn wir nicht langsam mal wieder anfangen, vernünftig zu reden, Digga. So. Ich küsse euer Herz, YouTube. Ich werde versuchen, das ready zu machen und auf YouTube definitiv hochzuladen. War ein geiles Video auf jeden Fall. Liebe geht raus. Ich küsse euer Herz. Bionic, dabei war alles. Wald, dabei war alles. Weil wir waren ja schon dabei. Schreibt eure Gedanken unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Gang. Mua.